Beschreibung des Senders. Bei geschlossenem Taster T ist der Pluspol der Batterie über den Fiederanker mit der rot gekennzeichneten Primärspule verbunden. Das Magnetfeld der roten Spule zieht den Fiederanker an, wodurch der Pluspol von der Spule getrennt wird. Das Magnetfeld der Spule ist nun abgeschaltet, sodass die Rückstellkraft der Feder die Spule erneut mit dem Pluspol der Batterie verbindet. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, der Taster T geschlossen bleibt. Das ständig ein- und abgeschaltete Magnetfeld der Primärspule erzeugt in der gelben Sekundärspule, die eine sehr hohe Windungszahl hat, eine Hochspannung, die über die Senderantenne eine starke elektromagnetische Welle abstrahlt. Beschreibung des Empfängers. Der Empfänger besteht aus der Antenne, zwei Batterien, einer elektrischen Klingel, einem Relais und dem Kohärer. Der Kohärer ist ein Glasröhrchen mit zwei Anschlüssen, das mit Eisenpulver gefüllt ist. Sobald elektromagnetische Wellen auf die Empfangsantenne treffen, werden die Eisenteilchen im Kohärer ausgerichtet. Der Widerstand des Kohärers sinkt, wodurch die Spannung am Relais steigt und das Relais die elektrische Klingel einschaltet. Der Klöppel schlägt auf die Glocke und anschließend auf den Kohärer, wodurch die Eisenteilchen kurzzeitig wieder in Unordnung gebracht werden. Dieser Vorgang wiederholt sich, solange elektromagnetische Wellen empfangen werden. Mit diesem Versuchsaufbau gelang es Marconi 1901, die Nachricht mit Morsezeichen per Funk von Europa über den Atlantik nach Amerika zu übertragen. Die erste Radaranlage, die 1904 von Hülsmeyer entwickelt wurde, funktionierte ähnlich. Um Schiffe auf dem Rhein auch bei Nebel zu orten, wurden Sender und Empfänger nebeneinander aufgebaut. Bei einer Reflexion der elektromagnetischen Wellen am metallischen Schiffsrumpf klingelte der Empfänger.